Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, willkommen zurück bei unserem Krustyland Teil 4 haben wir heute. Weiter geht es mit unserem Krustyland Hotel. Da sind wir, sag ich mal, ja, jetzt da stehen geblieben, wie ihr es jetzt vor mir seht, ne? Ihr solltet jetzt die Vorderfront, wie die Hinterfront, wie die Seiten eigentlich jetzt fertig haben, ne? Und natürlich nicht vergessen, das Dach sollte jetzt auch schon sein. Ihr seht schon, ich habe mir ein bisschen wieder was vorgezeichnet, was wir heute machen werden. Aber bevor wir uns überhaupt ans Dach ranwagen, müssen wir erstmal unten noch fertig bauen. Dafür müssen wir erstmal wieder in unsere treue Kiste gehen, unser Blockmaterial zusammensuchen. Hat sich jetzt in den letzten Folgen nicht großartig verändert. Nehme ich jetzt schon alles? Nee. Also, was brauchen wir erstmal? Gelbe Wolle, Eichenblätter, so wie in der letzten Folge. Denn Quarzblock brauchen wir unbedingt. Glasscheiben, denn Quarz, ja, Quarztreppe, wie davon noch die Stufe. Haben wir das Blockmaterial gefunden, geht es auch gleich los. Und zwar, ganz einfach würde ich mal sagen, geht es erstmal mit gelber Wolle los. Und zwar fliegen wir an den Seiten erstmal hin. Da haben wir, sag ich mal, solche kleinen Büsche gebaut, ne? Von da aus geht es einfach mal nach vorne. Wir haben ja hier, sag ich mal, hier so ein Dreier hingemacht. Können wir einfach von der Mitte aus mal nach vorne zählen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. 11 Blöcke merken wir uns jetzt, denn ab dem 12. Block setzen wir wieder einen Dreier hin. Sollte eigentlich genau über den anderen passen. Jetzt an diesen Dreier setzen wir einfach mal an den Seiten nochmal so einen Dreier, dass wir erstmal so einen Kreis haben. Ne? Danach machen wir erstmal hier in der Mitte alles zu mit den Blättern und machen oben drauf wieder ein Plus. Damit es wieder so ein kleiner Busch wird, so wie wir das vorne haben. Wenn wir das haben, fliegen wir auf der anderen Seite hin. Denn hier haben wir auch nochmal einen Busch hingesetzt und das Ganze ziehen wir auch wieder nach vorne. Habt ihr euch gemerkt, wie viele Blöcke es sind? Hm, richtig. 11 Stück. Nach 11 Blöcken, also beim 12. Block, setzen wir nochmal einen Dreier. Der sollte aber genau bei den anderen Dreier übereinander passen. Hier so, ne? So gleich. Zack. Wenn wir das haben, machen wir wieder so einen Kreis, ne? So einen Dreierkreis. Ja. Wenn wir das wieder haben, wechseln wir zu unseren Eichenblättern und platzieren die einmal dann hier in der Mitte und machen oben drauf wieder ein Plus. Super. Wenn wir das Ganze haben, könntet ihr jetzt schon den Boden einmal, sag ich mal, austauschen durch Sand. Kann man aber auch im Nachhinein noch machen. Okay, als nächstes machen wir uns erstmal noch an den Eingang rein. Ran machen wir uns da jetzt. Denn da ist noch so ein Vordach drüber, das fehlt da noch. Von daher, wir brauchen jetzt erstmal Quarzstufen, fliegen jetzt einfach zu unserem Eingang. Und jetzt einfach den ersten Block lassen wir in Ruhe. Beim zweiten, da wo wir die Stufen haben, platzieren wir unter den Stufen 1, 2, 3, 4, 5. Also die Breite, wie wir sie jetzt hier unten haben. Zu den Seiten ziehen wir jeweils nochmal 2. So, danach ziehen wir davor einfach mal eine Schicht. Denn an den Seiten platzieren wir nochmal einen mehr. Denn wieder zack, rüberziehen. Ne, die erste Schicht nochmal einen da rüber platzieren. Okay. Wenn wir das haben, fangen wir an den Seiten an und setzen erstmal hier 3. Auf der anderen Seite auch erstmal 3. Jetzt machen wir nochmal überall im vierten hin. Genau. So. Jetzt geht es einfach mal los hier an den Seiten. Und zwar setzen wir einfach mal hier immer so ran. So immer so, sage ich mal, fast wie so ein Dreier. Ne? Das machen wir einmal. Zweimal. Dreimal. Ich würde schon fast sagen, noch ein viertes Mal. Okay. So, das machen wir auch erstmal auf der anderen Seite. Das heißt, wenn wir das erstmal so haben, setzen wir an dieser Ecke hier einfach so drei Blöcke immer so an, so wie so eine Spitze, ne? Also machen immer noch eine Spitze rauf. Also jetzt eine Spitze, das ist die zweite Spitze. Ups. Dann kommt jetzt die dritte Spitze und die vierte Spitze. Okay. Haben wir das Ganze viermal gemacht. Setzen wir einfach hier beim letzten nochmal zwei vorne an. Ich muss gerade selbst gucken. Ja, setzen wir hier auch nochmal an. So. Wenn wir das haben, fliegen wir nochmal hinten in die Ecke. Entweder, ich muss hier kurz mal was gucken, ob ich mir das jetzt so machen möchte oder anders. Wir kommen gleich nochmal zur anderen Seite. Okay, so sieht's eigentlich besser aus. Also, wie habe ich das jetzt gemacht? Wir setzen hier hinten jetzt einfach nochmal in die Ecke überall einen an. Oh, hier auch nochmal. Und danach schlagen wir jetzt hier diese weg.
sind hier den vorderen an. Und dann sollte es wie auf der anderen Seite aussehen. So, sicherheitshalber stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin. Ja. Super. Wenn wir das haben, müssen wir erstmal in die Kiste fliegen, denn wir haben noch einen Block nicht. Ja. Und zwar Bruchsteinmauer. So, wir müssen jetzt, sage ich mal, unser Vordach noch abstützen. Das heißt, wir fliegen einfach mal ja, an die letzten zwei hier hin. Setzen einmal hier vorne ein und dann schräg dahinter ein. Das Ganze ziehen wir dann einfach mal bis zum Boden. Ja, hier hinten auch. Okay. So, wenn wir das haben, platzieren wir ein bisschen weiter hinten. Das heißt, wir lassen einfach mal diese Spitze in Ruhe. Mal sagen, diese hier. Ja. Die nächste Spitze ziehen wir einfach auch nochmal was mit Pflastersteinmauer runter. Ja. Und dann... Lass mich mal kurz gucken. Den hier. Genau. Also, wir haben jetzt hier da mal Pflastersteinmauer gemacht und dann hier den auf der anderen Seite. So. Dann sollte unser Dach, unser Vordach, jedenfalls nicht einstürzen. Okay. Wenn wir das haben, machen wir das ganze Spiel auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, hier bei dem vorderen machen wir erstmal was rein. Ziehen das Ganze runter bis zum Boden. Ja, sollte eigentlich auch perfekt dann hier so in die Ecke kommen. Dann einfach hier schräg, dahinter auch nochmal. Also. Wenn wir das haben, haben wir jetzt hier zwei Einer. Ne? Beim letzten Einer hier ziehen wir es auch nochmal runter. Super. Und dann beim hinteren Einer. Das war ja der vordere hier. Da ziehen wir es auch nochmal runter. Okay. So, das ist jetzt unser Vordach. Von unserem Hotel. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Seiten. Und zwar haben wir das ja hier offen gelassen. Und da ist mir einfach eingefallen, das habe ich schon auf der anderen Seite gemacht. Das machen wir jetzt einfach jetzt hier. Das müsstet ihr dann synchron noch auf der anderen Seite machen. Wir ziehen jetzt einfach immer noch drei dahinter einfach mal lang. So. Überall drei dahinter langziehen. Das Ganze natürlich dann auf die gleiche Höhe hochziehen, wie wir das hier haben. Ja, machen wir einfach mal überall. Okay. Hier mal auch nochmal. Wenn wir das haben, müssen wir den Boden nochmal austauschen. Und zwar durch gelbe Wolle. Ich mache jetzt daraus keine Eingänge, sondern einfach mal gedacht... Das würde das Gebäude ein bisschen stützen, ne? Das ist ja logisch. Und da machen wir einfach Fenster draus. Unteren Fenster. Vielleicht ist ja denn da, kann man ja irgendwelche Sitzgelegenheiten da machen, bei unserem Hotel denn innen drin vielleicht. Und dann können die Leute hier rausgucken. So, bei der letzten Schicht machen wir einfach Glas hin, aber nicht bis ganz nach oben. Da machen wir nur ganze, ja, viermal Glas machen wir hin. So, hier genau das gleiche Spiel. Super. Danach wechseln wir einfach mal zu Quarztreppe. Die platzieren wir jetzt einfach mal oben dran. Wenn wir das haben, wechseln wir zu Quarzstufen und ziehen jetzt hier einfach noch eine Decke. So. So ist die ganze Sache. Das können wir uns nochmal von außen ein bisschen angucken. Ja. Sieht schon jedenfalls besser aus als nur eine Schicht. Ne? Und wem das nicht gefallen sollte, der kann sich dann natürlich auch Türen hinmachen. Anstatt Fenster, Türen. So, dann sind wir eigentlich mit unten eigentlich ja, fertig. Oder? Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal an die Kiste ran. Tun wir noch ein bisschen was weg. Holen uns noch ein bisschen was, das brauchen wir noch. Und, würden wir das noch nehmen? Ja, das erstmal noch. Also, was kam noch dazu? Danach, dazu kam noch Steinstufe und Säulenquarzblock. Obwohl, wartet. Wir nehmen noch Schneeplatten. Schneeplatten auch noch. Wenn wir das Ganze haben, fliegen wir erstmal aufs Dach und fangen auch am besten mit Schneeplatten an. Denn ihr solltet ja in der letzten Folge ja, das Dach einmal ausfüllen mit Lehm oder Ton, ne, wie man es nennt. Und da solltet ihr ja die Mitte suchen. Die Mitte war ja hier, ja. Und dann solltet ihr euch das ja abtrennen mit
steinzige Treppe. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gemacht und dann einmal hier so lang gezogen. Denn wir machen jetzt hier einen Hubschrauberlandeplatz hin, denn bei Krusty auf dem Hotel ist ein Hubschrauberlandeplatz, ne, für die VIP-Leute bestimmt. Und ja, den ziehen wir uns einfach mal. Ja, dann müssen wir natürlich erstmal die Mitte rausfinden. Am besten, ja, fangen wir einfach mal hier in der Ecke an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also beim 9. Block setzen wir eine Schneeplatte einfach mal hin, sodass wir an der Seite noch hier einen Ton noch zweimal übrig haben. Jetzt ziehen wir von diesen einen jeweils zu jeder Seite 2, dass wir hier einen 5er haben. Ne? Jetzt hier an der Seite platzieren wir 2, einen, 2 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Hier haben wir dann nur noch einmal frei. Jetzt platzieren wir dann an dem 5er wieder einen 2er, einen 1er, einen 2er, nach danach ein 2er, kommt wieder 1, 2, 3, 4, 5. Hier sollten wir auch wieder nur einmal so eine Schicht haben. Nach dem 5er wieder ein 2er, 1er, 2er und nach dem 2er wieder 1, 2, 3, 4, 5. Hier haben wir auch wieder nur einmal. So, danach platzieren wir wieder ein 2er, ein 1er, ein 2er und dann kommen wir wieder an, da wo wir angefangen haben. So, ich stelle mich noch einmal oben drauf hin, ne? Könnt ihr nochmal nachziehen oder Video anhalten, ne? Ist besser. So, wenn wir das Ganze haben, gehen wir einfach mal bei einem 5er hin. Da lassen wir jetzt einfach eine Schicht frei und setzen einen 3er hin. Ja? Danach setzen wir, wenn wir jetzt hier so stehen, ne? Schräg, halt ein 2er, können wir auch gleich auf beiden Seiten machen. Vom 2er gehen wir so 2 nach oben so gleich und dann kommt wieder ein 3er. 2er, 2er, 3er, 2er, 2er, 3er, 2er, 2er, 3er. So, ich stelle mich auch wieder oben hin. Ihr seht ja schon, was wir jetzt machen. Und zwar, jetzt hier im inneren Kreis, macht ihr den Boden einfach weg und füllt ihn einfach aus mit rotem Ton oder mit roter Wolle. Das ist jetzt wieder euch überlassen, was euch besser gefällt. Ne? Und das macht ihr dann einfach mal rein. So, und ihr seht ja auch schon, was wir machen. Noch so ein K machen wir, ne, für Krusty. Und zwar relativ simpel. Wir suchen erstmal die Mitte. Die Mitte, blub, wäre jetzt hier, dass wir an der Seite immer 4 Blöcke haben, ne. Dann machen wir jetzt auf der linken Seite nochmal 5 hin, ne, die Mitte ist ja hier der 1er. Und dann von den 1er nochmal 2 nach unten und 2 nach oben. So, das ist unser Hubschrauberlandeplatz von Krusty. Schick. Okay. Jetzt kommen wir natürlich noch zur anderen Seite, die ist ja noch ein bisschen leer. Und zwar fangen wir einfach mal an mit Quarzsäulenblöcke. Wir fliegen erstmal hinten in die linke Ecke. Da fangen wir einfach mal an zu zählen. Und zwar vom Ton aus 1, 2, 3, 4. Vom vierten gehen wir ein nach vorne. Natürlich Quarzblöcke nach oben platzieren. Ne? Man kann sie auch so zur Seite, aber dann sieht man ja das hier. Also immer nach oben platzieren. So, den ziehen wir jetzt nach vorne. Und zwar noch 1, 2, 3, 4, 5. Insgesamt sind es ja 6. So, dann noch einmal zur Seite hier in die Richtung. Und wenn wir hinten jetzt sind, sind wir es auch nochmal zur Seite. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Insgesamt 10 Blöcke. So, jetzt geht es wieder nach vorne. Gleiche Länge wie da. Können wir einfach gucken. Und wieder ein nach innen. So, wenn wir das haben, wollen wir das Ganze natürlich auch ein bisschen höher ziehen. Und ziehen das Ganze auf eine Höhe von, wenn ich den Geschwindigkeitstrank getrunken habe, auf eine Höhe von 4 Blöcke hätte ich gern. Also, 4 Blöcke hochziehen. Oh, jetzt sind wir schon bei der dritten Schicht. Na, reichen 3 eigentlich. Wir lassen es mal auf 3. Ne, wir lassen es mal auf 3. Und zwar nehmen wir dennoch Quarzblöcke, platzieren die jetzt noch einmal so schräg weiter nach innen. Ja. Wenn wir das haben, nehmen wir ja, die Steinstufe und schlagen jetzt die ersten 2 Blockschichten hier vorne weg. Ja. Obwohl, wir können ja auch gleich hier das innen drin machen. Das wird entweder ein Treppenaufgang oder ein Fahrstuhl. Ne? Das kann man dann, wenn man, sag ich mal, das Hotel einrichten möchte, dann noch selbst entscheiden. Okay, so. Super. Danach nehmen wir die Steinstufen und setzen die jetzt einfach mal hier außen schon einmal an. So. Dann machen wir es noch einmal tiefer. Ups, jetzt sollte ich hier die natürlich dann nochmal austauschen. Okay. So, ausgetauscht. Und dann nochmal die Stufen ein bisschen tiefer platzieren. Genau. Danach, das habe ich jetzt nicht dabei, aber das hatte ich unten in der Kiste, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hinfliegen. Wir nehmen uns jetzt noch, was kann ich denn jetzt hier entbehren, ein Blockmaterial. Wir nehmen uns jetzt einfach nochmal einen Steinziegelblock.
Man kann auch Stein nehmen, ne? Das ist dann wieder so Geschmackssache. Die platzieren wir jetzt einfach mal hier drauf. So, jetzt nehmen wir ja, unsere Glasscheiben. Ne? Bei mir sind es jetzt blaue. Können das Ganze ja erstmal zuziehen. Ne? Da könnt ihr entscheiden, wollt ihr es offen lassen oder zumachen. Ne? Wer es jetzt nicht einrichten möchte, der kann es natürlich zulassen. Wir machen das Ganze auf eine Höhe von... Wir könnten jetzt 3 machen. Ah, ich habe auch keine Türgriffe gerade dabei. Ja. So, wir lassen jetzt einfach mal zu. Oder wenn wir es aufmachen wollen, dann... Ja, ich mache es jetzt einfach mal nach außen auf. So, dann sieht das Ganze so aus. Mach noch Griffe ran. Ja. Genau. So, immer habe ich das Blockmaterial gerade nicht. So, wir nehmen uns dann einfach Quarztreppe und platzieren die einfach ganz mal oben hin. Mhm. Wenn wir das haben, wechseln wir wieder erstmal zu unseren Steinstufen. Jetzt ziehen wir einfach mal hier drauf einfach noch ein Dach. So, einfach ein Dach nochmal drauf platzieren. Natürlich hier alles zumachen. So, gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen von weiter weg an. Hm. Jetzt nehmen wir einfach mal noch schnell Bruchsteinmauer zur Hand. Und zwar fliegen wir jetzt ja, auf die Seite, wo dann halt unser Helikopterlandeplatz ist, ne? Und platzieren nochmal so Schornsteine oder Rohre nochmal hier an der Seite. Und zwar lassen wir hinten einmal einen Block frei. Ihr seht es ja, ne? Und dann das Ganze auf eine Höhe von 4 insgesamt hochziehen. So. Okay, das sollte reichen eigentlich. Jo. Jetzt machen wir, sag ich mal, noch ein paar Tische hin. Denn auf dem Bild sage ich noch, dass hier oben 2 Tische stehen. Da gehen wir einfach mal, sag ich mal, wir haben ja hier vorne 2. Beim 2er gehen wir mal so nach vorne. Klug. Dass wir, sag ich mal, uns hier was markieren, wo wir hier noch vorne 3 Blöcke Platz haben. Da setzen wir einfach mal Bruchsteinmauer hin. Darunter könnt ihr noch polierten Andesit hin platzieren oder ihr lasst einfach den Ton. Ich fand das irgendwie auch passend, so, mir das zu markieren. Das sieht auch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aus wie so der Fuß vom Tisch, ne? Naja. Okay. So, das platzieren wir uns erstmal drauf, natürlich auf beiden Seiten. Danach, meine Freunde, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal unten an die Kiste ran. Mal gucken, was wir noch alles für Blöcke haben. Ich lösche das erstmal hier. So, okay. Ja, fliegen wir erstmal rum. Okay, richten wir uns erstmal an unsere Tische, denn die Tische bekommen jetzt noch natürlich eine Tischplatte und das ist roter Teppich. Ihr könnt aber auch jede andere Farbe nehmen, das ist jetzt Geschmackssache. So, ich mache jetzt auch nur 2 Tische. Ihr könnt natürlich auch noch mehrere Tische machen, wenn ihr meint, ach, hier passt noch einer hin, da passt noch einer hin, dann könnt ihr auch ruhig noch ein paar mehr setzen. Ansonsten lasse ich es bei 2 erstmal und setze mir dann an den Tisch jeweils noch in jede Richtung einfach mal Treppen hin. Und zwar verwende ich Fichtenholztreppe. So, mache ich einmal hier. Und natürlich kommt hier drüben auch noch eine gemütliche Sitzerecke. So, okay. Jetzt, ihr seht ja, ich habe mir nochmal Steinziegel und Steinziegeltreppe genommen. Und zwar wollte ich euch hier noch so andeuten, wenn ihr, sag ich mal, euch noch eine Treppe hinbauen möchtet. Falls ihr euch das Ganze hier einrichten möchtet oder das ein bisschen fake machen wollt, dann empfehle ich euch einfach mal noch hier so ein paar Treppen sich hinzumachen. Na gut, dann kann man das hier, sage ich mal, natürlich nicht einrichten. Das ist ja klar, da muss man sich doch ein paar Fenster hier ein bisschen fake machen. Aber wir bauen es ja von der Spiele-App. Ne? Von daher wäre das ja nicht so schlimm. Dann kann man sich das hier so ein bisschen runterziehen. Da muss man ein bisschen gucken, wie man sich das machen möchte. Ne? Naja. Ich lasse euch da freie Hand. So, aber jedenfalls kann man sich das ein bisschen runterbauen. Ne? Und dann kommt man, sage ich mal, vom Dach auch runter. Oder von runter, also unten aufs Dach. Okay. So, das ist dann eigentlich unser Krusty Land Hotel. Sind wir eigentlich schon fast fertig, aber halt, es fehlt noch die Schrift. Die Schrift fehlt noch, meine Freunde. Unsere Krusty Land Schrift. Und zwar müssen wir erstmal wieder an die Kiste ran. Zip. Und zwar machen wir das Ganze mit Banners. Ich wollte das erst mit Blöcken machen, aber dann wäre das oben ein bisschen zu riesig geworden. So, und wenn jetzt der eine schreit, ich weiß nicht, ups, nein. Ah, Freunde, ich habe diesen Bug. Oh, ihr seht es auch an meinem Körper, oder? Ja. Oh, bei Minecraft gibt es zurzeit hier ein bisschen Bugs. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Ich müsste jetzt die Welt zumachen und alles. Aber ich habe das schon vorbereitet. Also, für die Banners mit den Namen, ne? Ich hau euch unten in der Videobeschreibung einen Link rein zu einem Video von mir, wo ich beschreibe oder erkläre, wie man Buchstaben auf Banners macht. So, und das Ganze wollt ihr natürlich dann auch an euer Hotel anbringen.
Ich habe das Ganze auf der anderen Seite schon zum Glück vorbereitet. Also so. Okay. Ja, nochmal kurz, warum ich es jetzt nicht platzieren kann. Ich habe das halt, wenn ich länger manchmal als eine halbe Stunde auf meinem Server bin, kann ich keine Banners mehr platzieren. Dann habe ich auch diesen Bug hier mit meinem Körper. Eigentlich ist der gar nicht so nach hinten versetzt. Der ist eigentlich normal. Naja, okay. Seht ihr auch mal hier ein paar Bugs. So, jedenfalls mit den Banners. Wenn ihr euch, sag ich mal, das Video angeguckt habt oder ihr wisst es schon, wie man Buchstaben auf Banners macht, das wäre super, könntet ihr euch das dann einfach mal ja, anfertigen, ne? Krusty Land Hotel müsstet ihr draufschreiben auf den Banners. Und zwar platziert ihr euch die eigentlich relativ einfach. Wir haben ja oben vor, auf der Vorderfront wie Hinterfront, an den Seiten machen wir es nicht, nur auf der Vorder- und Hinterfront. Lassen wir an den Seiten dann drei Blöcke frei, setzen dann das K, dann lassen wir wieder Block frei, das R, Block frei. Ne? Und so machen wir das Ganze erstmal mit Krusty Land. Das ist ja ein Wort, ne? Krusty Land. Wenn wir das haben, lassen wir ganz einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke frei, setzen dann das H, Block freilassen, O, ne? Und so geht das halt immer weiter. Wer dann natürlich jetzt sicher sein möchte, kann natürlich auch von dieser Seite drei Blöcke natürlich freilassen und müsste dann Hotel einfach rückwärts schreiben. Ne, das macht man einfach auf beiden Seiten. So. Ne, so sieht das halt, sage ich mal, fertig. Aus dem Glück habe ich das schon mal auf der Rückseite gemacht. Okay. Ja, das ist dann, sage ich mal, unser Krusty Land Hotel. Die Rückseite, ne, könnt ihr euch... Ja, könnt ihr mal eure Fantasie wieder freien Lauf lassen, denn da haben wir nichts vorgegeben. Ob ich mir da jetzt auch noch was hinbaue, weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht mache ich mir einen Pool hin für unser Hotel, unseren Freizeitpark. Okay, so, ich würde mal sagen, wir gehen wieder auf die Vorderfront. Also, stellt euch immer vor, ich habe da jetzt das hingeschrieben. Okay, ja, das ist jetzt, sage ich mal, unser Krusty Land Hotel. Oh. Was wir als nächstes bauen werden zu unserem Krusty Land, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich habe ja so ein bisschen was in den Kommentaren gelesen, so an Krusty Burger Bude, das gibt es ja da auch. Könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, hier schon an den Seiten zu platzieren. Ansonsten wollte ich erstmal vielleicht eine, ja, so ein Fahrgeschäft bauen und vielleicht auch gleich daneben. Also, ich muss noch ein bisschen gucken, was ich jetzt erstmal zum Anfang nehmen möchte. Die Auswahl ist ja riesig. Vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, schreibt mir vielleicht ein paar Beispiele, ansonsten muss ich ein bisschen alleine ja gucken. Naja, okay. Dann war es das auch erstmal wieder mit unserem Krusty Land Hotel. Das ist jetzt an sich fertig. Ich werde es noch einrichten. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie es einrichtet, bevor wir dann das nächste Bauwerk weitermachen. Okay. So, genug gequarkelt. Ich würde mal sagen, ich stelle mich Safety hin, dann stehe ich Safety. Dann war es wieder von meiner Seite. Schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und, ja. Jo. Tschüss.